willkommen zu meinem neuen Wocheneinkaufshaul. Ich war gerade mit der Olivia bei Penny einkaufen, unseren Wocheneinkauf erledigen. Gab es diese Woche ein paar Sachen im Angebot, die ich haben wollte. Wie immer hatte ich alle Angebotshefte irgendwie verglichen und Penny war jetzt das Einzige, wo ein paar Sachen dabei waren, die wir auch brauchen und haben möchten. Deswegen bin ich nach Penny gegangen. Ich starte jetzt erstmal wie immer mit dem Wochenplan für diese Woche. Und zwar ist heute Montag und heute hatte ich geplant Lachs auf Blattspinat. Das hatten wir ja alles schon da. Das war schon für letzte Woche geplant. Morgen am Dienstag wollte ich Linsensuppe machen mit Bockwürstchen. Mittwoch gibt es einen Blumenkohl-Kartoffelgratin. Da weiß ich noch nicht, ob ich da Kochschinken mit reinmache oder das halt vegetarisch lasse. Die Rosalind mag eh kein Schinken, also denke ich, werden wir das so machen. Am Donnerstag mache ich Hähnchenkeulen, die ich schon öfter gemacht habe. Das Rezept hatte ich mal von Instagram. Da liegen die Hähnchenkeulen auf Kartoffelscheiben, total lecker. Das werde ich am Donnerstag machen. Am Freitag mache ich Süßkartoffel-Putengulasch. Hatten wir jetzt auch schon öfter, aber schon länger nicht mehr. Samstag sind wir höchstwahrscheinlich nicht zu Hause. Da haben wir nämlich einen Termin, ein bisschen weiter weg. Und dann denke ich, werden wir da was essen. Und Sonntag habe ich aufgeschrieben Ofenspaghetti. Die sind auch vegetarisch. Ja, für Montag hatte ich jetzt schon nichts mehr geplant, weil ihr wisst ja, wie das ist. Bei uns schiebt sich sowieso immer alles auf. Ich plane jetzt immer lieber ein Essen weniger. Und dann hat man nicht so viel rumliegen oder was man wegschmeißen muss. Und dann kann man das hinten dranhängen. Bezahlt habe ich 99,13 Euro. Hab aber allerdings sehr viele Getränke geholt, die alle noch im Auto sind. Pepsi Zero Kirsch habe ich geholt. Zitronenlimo Zero für die Kinder. Die haben jetzt nämlich schon 2 Tage nur Wasser gehabt und wollten jetzt gerne mal wieder was mit Geschmack. Und auch noch ein Sixpack kleine Wasserflaschen mit Sprudel. Genau, weil die nimmt der Patrick ganz gerne mit zur Dialyse oder auch mal mit nach oben in sein Büro. Dann fange ich jetzt mal an. Erstmal durfte die Olivia Eis aussuchen. Wir haben nämlich schon ewig kein Kindereis mehr gekauft. Haben auch nur noch Wassereis da. Ich habe dann diese kleinen Eispakete hier gesehen. Fand ich richtig cool, richtig süß. Habe ich einmal Melonenfruchtsorbet genommen und Marzipanlebkuchen. Dann war von Wagner die Big City Pizza im Angebot. Da habe ich einmal mit Chicken, mit Pepperoni, Kidneybohnen und einmal mit Spinat. Ja, dann habe ich hier 2 Laugenecken und da war auch noch eine Brezel drin. Hatte die Olivia für die ganze Familie was ausgesucht. Küchenrolle hatten wir keine mehr. Die Olivia wollte hier diese fertigen Muffins, Cupcakes mitnehmen. Die mag die ganz gern. Und ich habe hier noch Müsli-Riegel, Schoko-Banane ausgesucht. Die essen wir eigentlich alle ganz gerne. Herz-Bube-Eier, die sind auch diesmal wieder L. Super, die habe ich auch mitgenommen. Die Olivia konnte an der Wassermelone nicht vorbei. Da habe ich mal Wassermelone für die beiden oder für uns alle geholt. Bananen, nachdem die Kinder hier die letzten Tage Bananen gegessen haben wie nichts, habe ich mich jetzt nochmal getraut, 5 Bananen mitzunehmen in der Hoffnung, dass die auch dann weggegessen werden. Ja, dann gab es hier wieder so ein X-Milchschnitte-Pingui, habe ich mitgenommen. Dann habe ich einmal Milchbeeren und einmal die Lachgummi, wo in der Mitte so flüssig ist. Das sind die einzigen Lachgummis, die wir hier mögen. Für den Patrick, für die Dialyse mitgenommen. Eine normale Gurke und so Snackgurken für die Kinder mitgenommen. Butterspekulatius waren ja wieder zum halben Preis und essen die hier total gerne, bevor es die jetzt bald nicht mehr gibt. Eine Butter, die war auch im Angebot, die Mägle. Dann habe ich einmal Knoblauchsoße und Remoulade, das brauche ich für dieses Hähnchenrezept. Einmal Champignons im Glas, die mag die Rosalind sehr gerne auf dem Sandwich-Toast. Ja, und dann gab es diese Woche oder gibt es diese Woche bei Penny hier diese Landliebe Kinderpudding und Joghurts. Da war ich heiß drauf, die mal auszuprobieren. Deswegen wollte ich dann auch unbedingt nach Penny, woanders gibt es die dann ja auch nicht. Dann habe ich nochmal Granini-Pfirsichsaft. Der kam beim letzten Mal sehr gut an. Und im Moment gibt es wieder die Granini Sensations bei Penny. Die liebe ich auch total. Einmal Honigmelone Mango-Minze und einmal Mango-Maracuja-Vanille. Total lecker beide. Rote Zwiebeln, die brauche ich auch für mein Rezept und auch noch für ein anderes. Und dann habe ich hier nochmal so einen Multivitaminsaft von Granini. Kräuterbutter für die Mäuse hauptsächlich. Parmesan, der kommt in irgendeine Soße. Die Olivia wollte mal Beefy. Dann habe ich nochmal Clementine. Eine Bio-Barista-Haferdrink.
Milchersatz. Ortli gab es nicht. Einmal Suppenbrühen für die Linsensuppe. Dann habe ich hier mal von Finish so Spülmaschinenreiniger mitgenommen. Da wollte ich mal die Spülmaschine sauber machen. Haben wir nämlich nichts mehr. Schinken, falls ich doch Schinken in den Auflauf mache. Noch eine kleine Salami. Dann gab es die Chocolate Chips White für 1 Euro oder 90 Cent, glaube ich sogar. Habe ich da mal mitgenommen. Das waren so Reste. Die Olivia hat sich Mauern eingepackt. Ein Eiweißbrot. Dann brauchen wir diese Woche auf jeden Fall Kartoffeln. Süßkartoffeln. Für die Rosalind 2 Kakis. Und von Weinstefan habe ich mir mal so ein Mascarpone und einen Rahmjoghurt mitgenommen. Die esse ich nämlich total gerne. Die Olivia hat hier zwei so Kindergetränke mitgenommen für sie beide. Zwei verschiedene. Und ein Blumenkohl für den Auflauf. Das war's. Wie gesagt, die Getränke habe ich noch im Auto. Die muss ich heute irgendwie im Laufe des Tages mal hochschleppen. Da wechseln wir uns immer ab. Erzählt mir doch mal, was eure Vorsätze für dieses Jahr sind. Das würde mich interessieren. Mein Vorsatz ist das auf jeden Fall, mich wieder gesünder zu ernähren. Bisschen mehr auf meine Ernährung zu achten. Da bin ich gespannt. Schreibt mir in die Kommentare. Ja, das war unser Wocheneinkauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Für Anregungen, für Fragen, Rezepte, Vorschläge oder Fragen könnt ihr gerne meine Videos immer kommentieren. Und ich freue mich, wenn ihr unseren Kanal abonniert und bei Instagram mal reinschaut, uns vielleicht auch da abonniert. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!